Das fängt zunächst mal im Umgang im Kleinen an, bei uns selber, dass wir jedem Menschen ein Abbild Gottes erkennen und dass wir natürlich versuchen, jedem so zu begegnen, wie man es sich selber eigentlich auch für sich wünscht. Und dass dort, wo Fehler, wo Schuld geschehen ist, dass da Vergebung wächst. Und nur dort, wo das im Kleinen praktiziert werden kann und wo wir uns selber in eine solche Haltung der Barmherzigkeit hineinbegeben, kann das dann auch im Großen geschehen. Und das ist eine Herausforderung, die jedem von uns mit auf den Weg gegeben ist.